Willkommen! Was? Du bist schon so weit? Du hast so lange die Videos geschaut? Boah, Alter! Respekt, Mann! Okay. Ich weiß, ich hab's gesagt, ich will es kurz halten, aber du weißt, ich bin ein sarkastischer und kabarettisch und Motherfucker, Arschloch, Motherficker, make you wild, rock the chicken, chicken, Mensch! Wesen, höheres Wesen. Okay. Unselbstverliebt. Also. Trigger angesagt. Es wird nur getriggert. Wir haben hier Paragraph 5, Videoüberschrift sagt Paragraph 5, soziale Entschädigung bei Gesundheitsschäden. Also, ich lese das erstmal vor, ganz klar, du kannst es auch für dich selbst lesen, aber ich lese es nur vor. Wer einen Gesundheitsschaden erleidet, für dessen Folgen die staatliche Gemeinschaft in Abgeltung eines besonderen Opfers oder aus anderen Gründen nach versorgungsrechtlichen Grundsätzen einsteht, hat ein Recht auf Nummer 1, die notwendigen Maßnahmen zur Erhaltung, zur Besserung und zur Wiedererstellung der Gesundheit und der Leistungsfähigkeit. Und Nummer 2, angemessene wirtschaftliche Versorgung. Letztendlich, der letzte Satz, ein Recht auf angemessene wirtschaftliche Versorgung haben auch die Hinterbliebenen eines Beschädigten. Okay, diesmal halte ich mich kürzer. Wirklich. Also, nehmen wir mal an, du hast einen Unfall und du kannst nicht in der Firma mehr übernommen werden. Okay, die Firma sagt, nee, das können wir nicht tragen, das sind zu viele Kosten. Natürlich könnte die Firma, okay, ich halte lieber meine Fresse. Ich könnte jetzt wieder länger aushalten. Aber du merkst schon, was die Firma könnte, ne? Aber die sind Arschlöcher, deswegen halten wir es jetzt kurz. Also, die Firma sagt, sie kann nicht. Also, sagt die, machen wir es uns einfacher. Wir kündigen denjenigen, den Herrn Schuster, und der Staat muss es dann machen. Und das ist so im Kreislauf, und deswegen, ne? Zahlt ihr das Geld, Abgaben, wir zahlen die Abgaben und etc. etc. Und der Staat macht das dann. Ne? Der Staat sagt sich, okay, Herr Schuster, die Firma kann sie nicht tragen, aber wir werden sie jetzt nicht so einfach liegen lassen. Das geht nicht. Sie bekommen von uns soziale Leistungen. Ne? Entweder ist das halt soziale Geld oder halt eben beziehungsweise Arbeitslosengeld 1. In dem Fall meistens Arbeitslosengeld 1, wenn jemand mehrere Jahre in einem Betrieb gearbeitet hat. Und dann sagt der Staat sich, okay, wir schauen wirklich, dass, und das sagt es auch hier in diesem Satz, für dessen Folgen die staatliche Gemeinschaft in Abgeltung eines besonderen Opfers oder aus anderen Gründen nach versorgungsrechtlichen Grundsätzen steht, hat ein Recht auf. Das ist ein bisschen blöd gemacht, dieser Satz. Eigentlich wird es im kurzen Moment, kurz und bündig gemeint, dass die Leute, die in die Staatskasse zahlen, ne, das ist Arbeits-, jeder zahlt, wenn er arbeiten geht, ganz normal, zahlt in diese Kasse gewisse Versicherer, also Versicherungen nicht, gewisse Abgaben, genau, Abgaben. Sozialabgaben, danke Regie. Sozialabgaben, und die beinhalten Arbeitslosengeld, Krankenversicherung, Abgaben, Pflegeabgaben und so weiter und so fort. Und da sagt sich einfach das, ne, deswegen dieses System, es wird bezahlt und wir sind ja sozial, die anderen zahlen dafür, dass auch sie später, ne, jetzt kommt dann die Dummen, ne, wenn ihr sagt, ey, dann zahle ich lieber gar nichts an, ja, wenn du einen Unfall hast, du Arschloch, dann musst du ja auch von diesem System was bekommen. Ach so, ja, richtig, Andreas, hast ja recht, ja, Schnauze und zuhören. Ne, dass du auch, der Idiot, der da jetzt gerade diesen dummen Kommentar wieder mal machen will, sage ich, du wirst vielleicht auch einen Unfall haben, ne? Kann passieren, kann auch nicht passieren, und dann kannst du froh sein, dass der Staat sagt, wir zahlen dafür in dieses System, damit es dieser Person ermöglicht, weiter zu leben. Ne? Denn Abgeltung ist ein besonderer Opfer, genau, dann ist ja halt ein Opfer ist kein schönes Wort, und oder aus anderen Gründen nach Versorgung entsteht. Ne? Also hat einen Unfall gehabt, der Hund durch Zufall war, also unbeabsichtigt, oder war das halt ein nicht ein Unfall, also ein absichtiger Unfall, wo jemand wirklich jemanden
keine Ahnung, bist du irgendwo in die Kasse gegangen, wurde es halt zusammengeschlagen und danach ruft ein Chef an und sagt, scheiße, ich bin Krüppel oder whatever und kann jetzt nicht mehr diese Arbeit ausüben. Ne? Dann hat man natürlich vom Staat diese Rechte und dann sagt der Staat sich, hey, wir werden die notwendigen Maßnahmen treffen. Entweder, und das ist jetzt richtig, das ist jetzt wichtig zu verstehen, es gibt Optionen für den Staat. Der Staat sagt, entweder können wir dich erhalten, dass du halt am Leben erhalten wirst, ne? Und vielleicht kannst du nie wieder arbeiten gehen, nie wieder, aber du musst erleben. Es gibt Menschen, die können nicht zur Arbeit gehen. Ich habe einen Kumpel gekannt, der hat einen Unfall gehabt, hat Panikattacken gehabt dann und der kommt nicht mehr. Der war nur noch auf Beruhigung. Ne? Panikattacken gehabt und es war echt krass, sowas erlebst du nicht ein zweites Mal, aber ich kenne sehr viele Leute und in meinem Leben kennengelernt zumindest und der konnte halt nicht. Der hat immer Panikattacken gehabt und der hat dann sein Leben lang nicht mehr arbeiten können. Ne? Konnte also einfach nicht mehr. Und da hat man halt ihn erhalten. Ne? Zur Besserung, das heißt, kann die Lage verbessert werden? Kann der querschnittsgelähmt wieder laufen? Kann Christopher Reeve wieder Superman sein? Nein, kann er nicht. Also was nicht geht, geht nicht. Aber wenn derjenige einen Unfall hatte und deswegen entlassen wurde, hat zwei Arme gebrochen und es dauert ein halbes Jahr, bis es heilt, aber der Arbeitgeber ist ein Arschloch und will ihm das nicht zahlen, kündigt ihn sofort, kann ja auch passieren, dann sagt der Staat, ja, wir sorgen dafür, dass du in dieser Zeit, ne? Wobei das auch nicht so einfach ist, ne? Da gibt es auch mehrere Faktoren, die spielen, ne? Weil du kriegst ja auch Krankengeld, ne? Und der kann dich eigentlich auch gar nicht so einfach kündigen, wenn du länger, wenn du mehr Jahre beschäftigt bist. Und doch kann er jetzt, weil es gibt ja wiederum Klausel. Ne? Deswegen da werden wir uns nacheinander so tiefer damit befassen, weil du siehst, es gibt immer wieder so und da ist eine Klausel und da ist ein Recht und da ist wieder eine und da ist ein Urteil und so weiter. Aber wir konzentrieren uns erstmal hier drauf. Besserung zur Wiederherstellung, ne? Zur Wiederherstellung können die zwei gebrochenen Arme wiederhergestellt werden vom Herrn Schuster? Ja, können sie. Wenn die normal gebrochen sind, ne? Da gibt es Medizin, meine Cousine gelernt und meine Mutter hat Altenpflegerin gemacht und deswegen, ne? Da lernst du auch Medizin. Ich habe selber Medizin angefangen zu lernen, was sehr interessant ist und es gibt gewisse Sachen, wo die Arme nicht wiederhergestellt werden können. Ne? Wenn die Arme abgeschnitten sind, oder die ganzen beiden Arme, dann hast du ja halt keine Arme. Ne? Der Gesundheit und der Leistungsfähigkeit. Kann derjenige wieder diese Leistung bringen? Kann sie wiederhergestellt werden? Ja. Wenn nicht, dann nein. Angemessene wirtschaftliche Versorgung. Angemessen heißt, der Staat sagt sich, wir werden dir jetzt keine 5000 Euro geben, dass du im Saus und Braus leben kannst, Gangbang-Partys machen kannst, ne? Gangbang-Porno-Partys gibt's nicht. Denken wir nicht, so nicht. Sondern du sollst ein ganz normales Leben führen. So, und dann der letzte Nummer 2, ganz klar, am Schluss der Satz, ein Recht auf angemessene wirtschaftliche Versorgung, haben auch die Hinterbliebenen eine Beschädigung. Also auch, falls die Leute, Hinterbliebenen, haben auch dann diese Möglichkeit, diese Entschädigung. Puh, du siehst, ganz schön viel. Und das ist erst der Anfang. Wir werden nacheinander erst nur die Basics lernen. Das sind nur die Basics. Danach geht es noch tiefer. Wenn du diese Videos alle durchschaust, dann wird es noch tiefer. Dann werden wir so ganz BGA-Urteile anschauen, da wo du das Kotzen kriegst. Und ich liebe es. Ich liebe Gesetze. Bis dann, Leute.